Da Cyberkriminelle ihre Tätigkeiten ständig weiterentwickeln, nehmen Online-Bedrohungen weiter zu. Deshalb haben viele Cybersicherheitsunternehmen damit begonnen, One-Fix-Lösungen anzubieten. Aber wenn es um die Frage Antivirus versus VPN geht, dann klar, beide schützen. Aber ganz so simpel ist es dann auch wieder nicht. Hey, willkommen oder willkommen zurück. In diesem Video werde ich über VPN versus Antivirus im Jahr 2022 sprechen, um dir zu zeigen, welche Lösung für deine Online-Tätigkeiten die richtige ist. Um es gleich vorwegzunehmen, ein Antivirus ist von Natur aus eine Software, die vor Malware schützen soll. Malware ist ein Oberbegriff für alle Arten von bösartiger Software. Welche Arten von Bedrohungen es erkennen kann, hängt von der Qualität eines Antivirenprogramms ab. Die besten Antivirenprogramme können sogar vor Ransomware oder Zero-Day-Bedrohungen schützen, welche zu den schädlichsten Dingen gehören, die Cyberkriminelle heutzutage gerne und oft verwenden. Ein Virus selbst kann auf verschiedene Weise in dein System eindringen, aber in letzter Zeit waren Microsoft-Dokumente oder E-Mails, die mit Malware infiziert waren, die häufigste Ursache. Erst in diesem Jahr haben böswillige Hacker mal wieder eine Zero-Day-Schwachstelle namens Folina ausgenutzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Selbst die einfachste Antivirensoftware scannt dein Gerät, erkennt Bedrohungen und entfernt sie oder stellt sie unter Quarantäne. Je nach Anbieter können entweder nur bereits vorhandene Bedrohungen entfernt oder ein Echtzeitschutz eingesetzt werden, der dich andauernd auf dem Laufenden hält. Was du aber wissen solltest, ist, dass eine Antivirenlösung in der Regel nicht dazu da ist, die Privatsphäre der User zu schützen. Klar, einige können Online-Tracker blockieren, aber sie können deine IP-Adresse nicht verbergen, wenn du im Internet unterwegs bist. An der Stelle kommt dann ein VPN ins Spiel. Okay, kleine Hilfestellung. Man kann sich ein Antivirenprogramm wie einen Bodyguard vorstellen, der dafür sorgt, dass niemand Unbefugtes in den Club kommt und der jeden rausschmeißt, der nicht dort sein sollte. Dann wäre ein VPN so etwas wie ein Maskenbildner, der dir hilft, deine Identität zu verbergen, während du dich im Club bewegst. Ja, das ist jetzt gerade die beste Erklärung, die mir eingefallen ist. Verzeihung bitte. Aber gut, egal. Man denkt also, ein VPN sei ein Werkzeug für alle Anonymitätssuchenden im Internet. Aber in Wirklichkeit hat es noch viel mehr Funktionalitäten. Wenn es um Sicherheit geht, verwendet es Verschlüsselung, um deine Online-Identität zu verbergen, während du im Internet surfst. Es maskiert also deine IP-Adresse, indem sie mit der IP-Adresse eines VPN-Servers ausgetauscht wird, wodurch du anonym bleibst. Das hilft auch bei ungesicherten Netzwerken, zum Beispiel wenn du in einem öffentlichen WLAN bist. Wenn es also um den Schutz vor Hackern geht, kann ein VPN vor verschiedenen Angriffen schützen. Bei DDoS-Angriffen wird deine IP-Adresse beispielsweise mit Anfragen überflutet, was zu einer Überlastung und Abschaltung deines gesamten Systems führt. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass viele Menschen die beiden Begriffe verwechseln, denn ein VPN kann dich zwar indirekt vor Hackern schützen, aber es schützt dich nicht vor Malware und wird sicherlich nichts tun, wenn dein Gerät bereits infiziert ist. Aber einige Top-Anbieter haben Werbefilter, die dich benachrichtigen, ehe du eine verdächtige Seite betrittst. NordVPN ist ein gutes Beispiel dafür. Das Unternehmen bietet einen Bedrohungsschutz, der gefährliche Werbung, Tracker und bösartige Links blockiert. Es ist mehr eine Malware-Prävention als eine direkte Verteidigung. Also, VPN oder Virenschutz? Meiner Meinung nach ist kein Cybersicherheitstool eine allgemeingültige Lösung und deshalb bietet die Kombination dieser beiden Tools eine bessere Chance, deine Daten wirklich zu schützen. Glücklicherweise ist es möglich, ein Antivirenprogramm und ein VPN gleichzeitig zu verwenden. Ich werde gleich auf den Hauptunterschied bei den nützlichen Funktionen eingehen und wenn du heute eines der beiden Tools in Betracht ziehst, füge ich unten in der Beschreibung meine bewährten Empfehlungen hinzu, damit du sie auschecken kannst. Okay, also, Bitdefender Antivirus ist ein gutes Beispiel für eine Lösung mit vielen Funktionen. Dieser Anwärter für das beste Antivirenprogramm in 2022 schützt nicht nur vor Malware, entfernt sie und löst sie auf, sondern bietet auch die Möglichkeit, Ransomware zu beseitigen. Die Zahl der Ransomware-Angriffe hat sich zwischen 2021 und 2022 fast verdoppelt und aktuellen Berichten zufolge boomt Ransomware auch in diesem Jahr. Also ja, das unterstreicht nur nochmal die Bedeutung eines solchen Schutzes. Ransomware ist gefährlich, weil sie es Cyberkriminellen ermöglicht, deine wertvollen Dateien zu verschlüsseln und für die Entschlüsselung Gebühren zu verlangen. Diese Funktion sichert im Grunde also deine Dokumente, Bilder und Videos, sodass sie nicht von solchen Angriffen betroffen sind. Außerdem benachrichtigt es dich, wenn Ransomware versucht, Dateien zu verschlüsseln und blockiert solche Versuche.
Dann gibt es noch die erweiterte Bedrohungsabwehr, die in Echtzeit arbeitet und dafür sorgt, dass du vor sehr neuen oder kaum dokumentierten Bedrohungen geschützt bist. Super wichtig. Wie schon gesagt, bestimmen der Anbieter und der von dir gewählte Tarif den Grad des Schutzes, den du erhältst. Ein paar andere Funktionen, die ich an Bitdefender wirklich schätze, sind die Kindersicherungen. Sie helfen, Malware zu blockieren, verhindern aber auch, dass jemand anderes auf unerwünschte Inhalte zugreift. Sehr nützlich, vor allem wenn du deinen Computer zu Hause hin und wieder mit deiner Familie teilst. Einige andere Funktionen sind überraschenderweise auf den Schutz der Privatsphäre zugeschnitten, wenn auch in keiner Weise mit einem VPN vergleichbar. Der Dateischredder ist sehr hilfreich, wenn du vorhast, dein Gerät zu verkaufen oder zu verschenken. Viele Leute wissen nicht, dass Informationen wiederhergestellt werden können, daher wird ein spezieller Algorithmus verwendet, der sicherstellt, dass sie nicht wiederhergestellt werden können. Und dann ist da noch die Anti-Tracking-Funktion. Einmal aktiviert, kannst du damit festlegen, wohin deine Daten gehen. Ich konnte beim Surfen ganz einfach Werbung oder Social-Media-Tracking blockieren. Okay, bei einem genaueren Blick auf VPNs fällt auf, dass ein VPN echt viele nützliche Funktionen bietet, vor allem in Bezug auf den Online-Schutz. Eine starke Verschlüsselung ist da schon mal ein guter Anfang. Top-Anbieter haben zumindest den Branchenstandard. NordVPN macht da keine Ausnahme mit einer unknackbaren AES-256-Bit-Verschlüsselung. Ich empfehle immer, einen Anbieter zu wählen, der über einen soliden Kill-Switch verfügt, der deinen Standort schützt, falls deine Verbindung abbricht. NordVPN hat eine effiziente, systemweite Version davon. Dann gibt es noch Split-Tunneling. Mit NordVPN für Windows erhält man sogar zwei Versionen davon. Sehr gut. Ich verwende dies, um meinen Arbeitsbrowser durch die VPN-Verschlüsselung zu schleusen, aber meine Netflix-App an meinem aktuellen Standort zu belassen. Das bedeutet, dass ich sicher arbeiten, aber trotzdem und gleichzeitig lokale Inhalte streamen kann. Ein weiterer Bereich, in dem ein VPN auf ähnliche Fähigkeiten wie ein Antivirus zurückgreifen kann, ist die Überwachung des Dark Web. Was ein VPN wirklich von einem Antivirenprogramm unterscheidet, ist die Möglichkeit des Entsperrens und Streamens. Ich werde hier jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, also abonniere doch dafür einfach unseren Kanal, denn wir posten ständig Tutorials oder Updates zu den besten VPN-Streaming-Optionen. Aber zurück zum Thema. Die besten VPN 2022 Optionen haben spezialisierte Server für Streaming und Torrenting. Ich konnte mit NordVPN zum Beispiel auf etwa 21 Netflix-Mediatheken zugreifen, auf die ich sonst aufgrund meines Standorts nicht hätte zugreifen können. Sogar auf erfahrungsgemäß eher schwierige Bibliotheken wie Japan. Dank der Smart Play-Technologie konnte ich tatsächlich auf die meisten Streaming-Plattformen zugreifen, die ich ausprobiert habe. Wenn es um Benutzerfreundlichkeit und Erkennungsraten geht, kann ich sagen, dass die Navigation in Bitdefender überhaupt kein Problem ist. Viele Marktführer haben ihre Benutzeroberfläche aufgrund der starken Konkurrenz optimiert. In meinem Bitdefender-Test habe ich die Software gründlich getestet. Die Durchführung eines Scans und die meisten der täglichen Aktivitäten sind super einfach. Ein vollständiger Systemscan dauerte etwa 15 Minuten und entdeckte 9 von 10 bösartige Dateien, die ich extra auf meinem PC platziert hatte. Super Sache. Also, wenn du NordVPN in Betracht ziehst und dich fragst, ob es etwas für dich ist, würde ich sagen, dass es eine Allround-Option für alle Nutzer ist. Wenn du Einsteiger bist, hat es eine große Serverflotte mit rund 5400 Servern. Es ist super einfach, sich zu verbinden und die Einstellungen anzupassen. Und es gibt auch eine automatische Verbindungsoption. Fortgeschrittene Nutzer können sogar noch weiter gehen und dafür sorgen, dass sich ihr VPN automatisch verbindet oder sogar Split-Tunneling verwenden, um ihre individuellen Vorhaben anzupassen. Außerdem habe ich in meinem letzten NordVPN-Test einen NordVPN-Geschwindigkeitstest durchgeführt, der wirklich zuverlässige Geschwindigkeiten ergab, hauptsächlich aufgrund des fortschrittlichen Protokolls NordLynx. Wie du sehen kannst, ist NordVPN ziemlich gleichauf mit Surfshark an begehrten Standorten, Japan, Großbritannien und den USA. Ob du also Torrenting, Streaming oder einfach nur sicheres Surfen betreibst, die Leistung ist zuverlässig. Außerdem sind sowohl NordVPN als auch Bitdefender auf all den wichtigsten Betriebssystemen verfügbar. Okay, du solltest nun inzwischen gelernt haben, dass es einen großen Unterschied zwischen einem Antivirusprogramm und einem VPN gibt. Und ich empfehle die Verwendung beider Tools zusammen mit einem seriösen Anbieter. Ja, es gibt zwar auch kostenlose Optionen auf dem Markt, aber es ist besser, eine verlässliche Option zu wählen, die fortgeschrittene Funktionalitäten bietet. Aber logisch, natürlich überlasse ich dir diese Entscheidung. Allerdings solltest du wissen, dass NordVPN und Bitdefender derzeit wirklich erschwinglich sind und
ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Natürlich gibt es auch noch All-in-One-Tools wie das neue Surfshark One Bundle. Dieses kombiniert den Surfshark VPN mit dem Surfshark Antivirus. Es kommt darauf an, ob du deine Tools alle unter einem Dach haben willst. Zwar handelt es sich auch hier um eine neuere Option, die noch an ihren Fähigkeiten und ihrem Ansatz feilt, aber es ist eine der besten VPN-Antivirus-Kombinationsmöglichkeiten. Das steht fest. Wenn du also Tutorials oder relevante Informationen sehen möchtest, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und zu liken. Das hilft uns dabei, diese Inhalte weiter zu verbreiten. Gut. Ist ein VPN jetzt das gleiche wie ein Antivirusprogramm? Nicht wirklich. Dies waren einfach einige der besten VPN- und Antivirenlösungen, die ich empfehlen kann. Es ist aber wichtig, deine Online-Gewohnheiten zu berücksichtigen. Du solltest unbedingt wissen, dass ein VPN und ein Antivirus nicht den gleichen Schutz bieten, und da die Online-Bedrohungen immer raffinierter werden, ist es entscheidend, dass du deine perfekte Lösung findest. Okay, was denkst du über die Frage VPN versus Antivirenprogramm 2022 und was für ein Video würdest du dir vielleicht als nächstes wünschen? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.